Herzlich willkommen an diesem schönen Ort, in diesem Wald. Wenn du möchtest, kannst du mit mir ganz in diese Energie eintauchen. An diesem Ort lebt ein Hüter. Es ist ein Hüter, ja, von diesem Wald. Er behütet diesen Ort und ich nehme ihn ziemlich groß wahr, groß, und er hat einen großen Stock in der Hand. Er steht in Verbindung zum Ort, zu den Wesen, zur Natur. Und hat auch eine ganz starke Verbindung mit den Bäumen. Er bewacht diesen Ort. Und der Hüter, er sagt, die Energien hier an diesem Ort sind sehr klärend. Es ist eine ganz kraftvolle Energie, die ich auch behüte. Die Bäume, die Natur, die Wesen, die hier leben, das Gesamte ist eine Einheit, die sich gegenseitig unterstützt. Die Energien der Erde, die Energien der Planeten, des Universums, das Vernetzte mit den Wesen, mit der Natur. Ich habe die Aufgabe, diese Ordnung zu unterstützen. Und ich erkenne die Energien, die nicht im Fluss sind. Ich erkenne, wenn es an einem Ort Unterstützung braucht. Und ich unterstütze diesen Vorgang. Es ist ein wundervolles Zusammenspiel von verschiedensten Wesen, Wesenheiten und auch verschiedenen Ebenen, die gemeinsam eins darstellen. Ein tief wirkender Prozess. Und der Mensch ist in diesem Prozess eingebunden. Er erkennt es nicht mehr, nicht immer oder nicht jeder. Er hat sich von dieser Wahrnehmung abgewendet, abgelenkt. Und meine Botschaft an dich, Mensch: Erkenne die wahre Kraft, erkenne dich wieder. Du hast die genauen Zeichen deiner Entwicklung. Die Zeichen, die Wahrnehmung, die Kräfte. Du hast alles in deinen Händen, in deinem Herzen. Es braucht nur deine Absicht, die Energie wieder wahrzunehmen. In Gemeinschaft mit uns, mit der Natur, mit dem Rhythmus der Zeiten, mit dem Rhythmus
der Erde, das Lebendige wieder anzubinden an das Ganze. Die Erde, sie widerspiegelt den Durchlauf oder Durchgang der Jahre, der Jahrzehnte, der Jahrhunderte, der Menschen, der Entwicklung. Technologie, Antrieb, die neue Erde, das neue Verständnis, ist eine alte, uralte Wissensweise, die du so sehr wie ich, wie alle Wesen, wieder hervorheben kann, wieder erkennen kann, wieder leben kann. Dieser Wald, dieser Ort, meine Aufgabe hier, ich lebe sie. Ich lebe sie und ich vermittle diese Energien, die ich bekomme, die ich aufnehme. Und ich übertrage sie der Erde, den Wesen. Meine Aufgabe, das Gesamte in einer Harmonie zu begleiten, in Harmonie zu leiten, wenn etwas aus dieser Harmonie entgleitet. Ich überreiche dir symbolisch den Stock, meinen Holzstock, der dich stärkt, der dich verbindet, der auch das wundervolle, natürliche, zauberhafte erkennen lässt. Die Magie der Erde, die Magie der Natur und die Magie, diese Verbindung, diese reine Energie des Lichts, der Wesen, der befreienden Liebe wahrzunehmen. Meine Aufgabe ist es hier, die Energien zu befreien, die alte Last der Erde, und der Dienst an die Erde geht zum Wohle aller Wesen.
Erkenne dich in dieser Kraft und behüte deinen Ort, deinen Platz, deine Umgebung. Dein Umfeld. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Auch von ganzem Herzen. Und wenn du möchtest, kannst du noch einen Moment seine Energie, diese Kraft, diese Erdung und auch das ganz reine Licht dir aufnehmen. Mit diesem wundervollen großen Holzstock. Ja, mit Stolz bei dir tragen. Und ihn immer wieder wahrnehmen, deinem Umfeld, diese Kraft und Energie vermitteln.